Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Genau, eine weitere Folge von... Schauen wir mal, The Bard's Tale für die... Für die originale Microsoft Xbox. Und ja, wir sind bei Teil 12 angelangt, wenn ich mich richtig entsinne. Gut, ich muss gerade kurz kämpfen, weil hier haben wir ja geendet im Bergturm. Da kommt er. Es ist schon ein wenig her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Also, was ich noch weiß, also wir sind jetzt bei Folge 12. So viel weiß ich noch und von wegen, dass wir im Bergturm sind. Wir haben ja schon den zweiten Wächter, mit dem haben wir schon interagiert. Das ist der Luke. Luke, glaube ich, wird der Ausspruch nicht Luke, wie der Luke Skywalker oder was, sondern Luke, weil er GH zum Schluss hat. Ein ehemaliger Gladiator oder was, also der ist total auf Kampf aus und was weiß ich. Und natürlich müssen wir uns wieder raufkämpfen. In den dritten Stock, glaube ich, müssen wir uns raufkämpfen, dass wir gegen ihn kämpfen können. Und ja, mehr fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein, was in der letzten Folge passiert ist. Ja, uns fehlt auf jeden Fall ein Kämpfer. Pass auf, wen haben wir denn da? Ja, nehmen wir. Nehmen wir den Lebenssauger da, nehmen wir mit. Ja, und wie gesagt, es ist jetzt schon eine Zeit lang wieder her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Über eine Woche, zwei Wochen oder was. Das heißt, ich muss mich ein wenig auch höchstwahrscheinlich einspielen. Gut, aber sei es drum. Schauen wir mal. Oh, ja, toll. Hätte ich meinen Fallenhaini mitnehmen. Oder, was heißt, beschwören hätte ich ihn müssen, so. So, ich treffe mal wieder gar nichts. Sehr gut. Aber jetzt dafür doppelt. So, irgendwen haben wir erwischt. Ja, passt, passt. Das sind viele. Warum ich den jetzt noch nachschieße, weiß ich nicht, aber bitte. Eieiei, da kommen sie. Sind da schon wieder irgendwelche Vasen oder was? Lass mein Ramses in Ruhe. Zack, okay. Da hinten tummeln sich ganz viele. Ah, eine Truhe. Naja, okay, es war nur Geld drinnen. Geld ist ja gut und alles und es ist auch gut, dass wir das sammeln. Nur wenn es keine Händler hast, ist halt eben meh. Wobei wir kommen noch, ich kenne einen Händler auf jeden Fall noch, bei dem werden wir noch vorbeikommen. Ja, und ich bin halt eben am stärksten im Bogen, deswegen ich werde den auch weiterhin behalten. Hat der alles jetzt abgeblockt? Wirst du mich verkackeiern? Erwischt. Haha. So, pass auf, ist wurscht. Ich gehe mal kurz rein und hol mir das, obwohl es eh liegen bleibt. Da ist das Spiel ja doch gnädig. So, was wäre denn da drin gewesen? Ah, noch eine Truhe. Sehr schön. Hey, was ist das? Neue Waffe. Ein Claymore. Aber, warte mal, was ist da beigestanden? Wo müssen wir da hin? Nee, das ist nicht. Ausrüstung. Nee, das da was. Was? Clayheim Solois. Mhm. 12 bis 32. Blitzklinge, cool. Nicht schlecht. Blöd ist nur das, wir haben ja die Fertigkeit noch nicht. Talentliste. Ermöglicht es dem Barden, seinen Hund in der schönen Kunst des Kämpfens aus. Nee, Blödsinn, doch, jetzt können wir's. Ha! Na her damit. Genau, da habe ich ja damals die Fertigkeit mal genommen und habe aber nicht die bessere Waffe gehabt. Das war ja das. Ich will jetzt auch nicht unbedingt gleich den Berserker spielen. Nee, wollen wir nicht. Das sind nämlich viele. Das.
Scheiße. Nein, falsch. Die ist da. Schauen wir mal, was das kann. Ramses! Ui, der Ding ist... Nein! Mein Lebenssauger! Der ist kaputt. Tacke, ah! Nimm das! Man ist halt eben langsam, ne? Das ist... Ja. Aber im Endeffekt, wir sind ein Barde, ne? Wir sind jetzt da nicht der Conan, der Bibliothekar oder was. Ja. Wir müssen schon froh sein, dass wir so stark sind, wie wir sind, ne? So, jetzt kommen's. Sie kommen! Ah, okay, das war vielleicht nicht gescheit, dass man da alleine... Und ja, ich könnte blocken, wäre auch nicht so blöd von meiner Seite. Kannst du es wagen, überhaupt noch zu leben? Ich heile. So, und da war noch einer. Haha. Frisch Stahl. Elender Roboter. Magischer Roboter, keine Ahnung, was das sein soll. Hey! Einen Scheinangriff von hinten. Und an sich eh die beste Waffe gegen solche Roboter oder was, dass du mit Elektrizität quasi da vorgehst. Ja, du kannst nicht ewig blocken. Das ist so ein Heine. Okay, jetzt sind wir einmal rundherum gegangen. Ah, ganz kurz nur, war da drüben was? Nö. Nur ein alles Fenster, wo es reinschneit. Gut, dann holen wir uns noch den. Miesen Wicht. Komm her, du! Ich stehe euch. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr coole Waffe, ja, von mir und aus. Und wieder bin ich siegreich. Natürlich, ja, der Vasenzerstörer. Da sollte doch. Genau. Eine Truhe stehen. Weißt was, sicherheitshalber? Man weiß ja nie. Im Wasser müsste diese Waffe ja eigentlich noch mehr Schaden machen, nur das Blöde ist, das müsste eigentlich auf alle gehen, ne, wenn es mit einer Elektrizitätswaffe quasi ins Wasser gehst. Okay, das sind lauter Fässer oder Vasen halt eben. Vase. Unten alles Fenster. Gut, einmal waschen. Ja, ich wollte mal abblocken, aber es war eh Blödsinn. Da wäre es jetzt gut gewesen, aber ist wurscht. So, das sind relativ viele. Das heißt, wir schauen einmal hier rein. Wobei, das schaut nach einem Fallengang aus. Okay, das sind auch wieder viele. Ich weiß, ihr seht das gerade nicht. Warte mal, ist das gegangen? Nee. Nee, das war springen. Ah, ja, so. Also da oben sind welche, da drüben sind welche, da sind sogar sehr viele, ne? Gebiete! Ja, unser Held. Nein. Unser Held sieht wieder durch die Wand, dass dort eine Vase steht. Super. So. Achso,
Das, der Raum, den können wir erst von der anderen Seite betreten. Oh, au, okay. Ich sehe ich nix. Komm runter da, du Rade, du. Da bleibe ich an der Säule hängen. Haha, die auch. Wir haben was fangen. Okay, jetzt sind wir wieder nichts. Gut. Wie kommt man da rein? Ah, da ist die Öffnung. Okay. Dachte mir schon, was soll denn das? So, was gibt's da? Eine Truhe. Ein paar Vasen. Ich weiß, es ist relativ dunkel. Also das fällt mir auch auf. Deswegen sorry, dass das jetzt nicht... dass man da jetzt nicht so viel erkennt. Ich habe das Spiel nicht programmiert. Ha! Der ist ja wohl an Altersschwäche gestorben. So, da vorne haben wir wieder welche. Kurz geblockt, aber war eh unnötig. So, da ist nix. Aber das war jetzt doch keine berittene. Also keine berittenen Mann. Und ich hätte mir gedacht, weil das so ein schmaler Gang ist, na, das ist perfekt für irgendwie für die Kavallerie halt eben. Da ist nichts, da muss hier was sein. Ja, okay, ein paar Waffen. Aber alles schwächer als das, was wir haben. Nee. No. Dankeschön. Ich habe nur darauf gewartet, dass einer hinhaut. Also da hinten sollte jemand sein. Ja, okay. Jetzt. Was? Wo ist der da hergekommen? Der ist weg gewesen und auf einmal war er wieder da. Man dich erwiesst. Nee. Aber jetzt. Dahinter stehen welche, die müsste ich eigentlich erwischen. Oder nicht? Jetzt da. Aha. Ui, das sind viele. Ai. Nur mal kurz zum Herzeigen. Ah, doch nicht mehr so viele. Okay. Tacke. Ah. Und somit kommen wir in den nächsten Turm. Was halt eben dann wieder lustig ist, ist das, wenn wir wieder alles zurückrein müssen. Weil eben jetzt kämpfen wir uns im Weg rauf, dann, falls wir den Unhold da stoppen können, halt eben, also den Luke, den zweiten Wächter, da müssen wir alles wieder zurückrennen. Und dann ist wieder der ganze Turm voll mit den Schergen da, mit den Kuttentypen. Eine schicke Hose. Landbesitzurkunde, sehr schön.
So, ja, ich werde auf jeden Fall spiken. Kann nicht vorsichtig genug sein. Und wir wechseln sicherheitshalber auf den Bogen, weil der ist stärker als mein Schwert. Die Spitze! Wenigstens war's. Unser wackerer Held kämpfte sich zur Turmspitze empor, wo sich die Flamme befand, die er löschen musste. Leider befand sich dazwischen noch Luke, der nicht kampflos weichen wollte. Ihr habt es geschafft, wie ich sehe. Kein Spott mehr? Wo sind jetzt die markigen Worte aus der Arena? Aufgrund eurer Kampfkunst empfinde ich eine gewisse Anerkennung für euch. Es betrübt mich, dass ich euch jetzt töten muss. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Aber ich schätze, ich werde es eher genießen, euch zu töten. Das ist die richtige Einstellung. Ich frage... Ja, also das war jetzt das Special halt eben. Ich hole mir die Kraft von Hören und ich habe gleich alle, also die Dreierstufe aktiviert. Das heißt, er ist vergiftet, er kann sich nicht bewegen. Der ist lustigerweise keine Herausforderung gewesen. Ich meine, okay, gut, ich habe gleich mit Vollgas eine Bötzt, aber... Ich hätte mir gedacht, dass die Wächterkämpfe, dass die viel dramatischer waren. Und schwieriger halt eben, ne? Ah, da ist sie. Die Frau unserer Träume. Die viele Knete hat. Ihr seid hier. Ich habe schon die Stunden gezählt, bis ich... Spart euch diesen Mist. Was ist mit den ganzen Toten los, die nicht tot bleiben wollen? Ja. Ich hatte befürchtet, dass das passieren würde. Es wäre toll, wenn wir Befürchtungen ab jetzt im Voraus klären könnten. Ich bin kein großer Freund von Überraschungen. Also gut, mein Liebster. Dann sollte ich euch sagen, dass die Bewohner der Unterwelt sich erheben, um euren Abenteuern ein Ende zu setzen. Warum sind sie hinter mir her? Sie wissen, dass ihr es wart, der die erste Flamme gelöscht hat. Deswegen wissen sie auch, dass ihr mich befreien wollt. Ihr Gebieter ist ein skrupelloser Mann, der vor nichts zurückschreckt. Nur damit ihr mich nicht befreit. Und wieder etwas, das ich gerne vorher gewusst hätte. Ich bin die Einzige, die sie aufhalten kann. Bis ich frei bin, wird das Land in Dunkelheit gehüllt sein. Oh. Ihr müsst euch beeilen. Je länger ihr braucht, desto stärker werden die Kräfte des Bösen. Und bald werde nicht einmal ich sie zurückdrängen können. Ich hätte mich für das Bauernmädchen entscheiden sollen. Ihr müsst euch rasch zum Inselturm bewegen. Die Zeit ist knapp. Geht zuerst nach Downby, wo ihr einen Mann namens Dugan finden müsst. Er ist in einem Gasthaus namens Aiken Drum und hat weitere Anweisungen für euch. Oh, welche Freude. Noch eine Reise. Warum sagt ihr mir nicht gleich, wohin ich muss? Dugan sucht einen mächtigen Gegenstand für euch, den ihr brauchen werdet, um den dritten Turm zu betreten. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen, mein Liebster. Solange es weiter nichts ist. Aber weiteres braute sich zusammen. Die Diener des geheimnisvollen Finnick versuchten, dem Befehl ihres Herrn nachzukommen und den Barden um jeden Preis aufzuhalten. Es braucht sich... Ja, der Ritter! Der ist cool! Unverbesserter Kundschafter. Und Luke haben wir halt eben auch jetzt da quasi. Als Mitstreiter halt eben, den können wir auch beschwören. Bei dem weiß ich nur noch, wenn du das Maximum nimmst... Pass auf, ich hol mir mal den Ritter... Der ist cool. Melde mich zum Dienst. Ist okay. So, pass auf, ihn hau ich mal raus. Nein, brauchst du nicht. Ich hol mir nämlich noch einmal den Söldner. Ja, warum nicht? Wen soll ich einen Kopf kürzer machen? Ganz kurz nur. Lieder, den da. Ein kühner Ritter. Ja. Aufrichtig, tapfer, ehrenhaft und nahezu unbesiegbar im Kampf. Also die ganzen Gegenteile allerdings von uns. Allerdings auch nicht sonderlich helle. Ja. Aber niemand ist eben perfekt, wie wir ja bereits an unserem Helden feststellen mussten. Genau, ja. Mach mich nur fertig. So, bis auf das war's jetzt aber alles. Ja. Es braut sich was zusammen, es stürmt in meiner Brust. Und das Mädel, das ich liebte, hat einen Kerl und der heißt August. War Pinky und Brain, das war die Twister-Verarsche.
So, ja, jetzt haben wir wieder da. Was los? Toll, bricht. Ja, der bricht auseinander. Speicheln und es wird noch dunkler. Sorry wegen der Dunkelheit. So, weißt du was? Ich glaube, wir können das Ganze mit Nahkampf irgendwie. Oder auch nicht. Also ich also liebe, wir sind gerade rausgekommen. Wir sind ganzen diese Etage durchgegangen. Und was ist? Du siehst nichts. Also von wegen, es behält sich keiner die Karte irgendwie im Kopf. Ich auch nicht, gebe ich zu, aber ich. Das ist nicht meine Aufgabe. So, und ich bin jetzt nicht unbedingt auf Ding aus. Auf hochleveln oder was. Das heißt, ich schaue, dass ich den schnellsten Weg, wenn möglich, finde. Ich sehe fast nichts, weil erstens ist es so dunkel, dann teilweise der Bildschirm zum Flackern anfängt, wenn so ein deppertes Erdbeben ist. Ach, also. Mir nach, Leute! Ich glaube, ich kenne den Weg. Ich glaube es aber nur. Nein! Haltet ein! Ein Boom! Almanach, der. Der Druiden! Bleibt, wo ihr seid! Haltet hier die Stellung! Genau! Ich halte das schon irgendwie aus. Attacke! Angriff! Hätte nicht sein müssen, aber ist. Au! Oh Gott, wir haben wieder irgendwo eine Vase hier. Nein, den will ich gar nicht. Ich möchte den da haben. Eigentlich könnte ich auch auf den Flegel gehen, weil den Flegel kannst du nicht blocken und die ganzen Typen, ein jeder blockt von denen. Sag ja. Der hat schon seine Berechtigung. Sehr gut. Gemeinsam sind wir stark. Aber nicht gescheit, weil ich weiß, doch in die Richtung müsste es sein. Das ist da oben eine Sackgasse. Gehen wir da lang, ist ja wurscht. Aber alleine der Soundeffekt, von wegen, wenn der Flegel einen trifft, das hat schon was, weil da kommt wirklich so ein bisschen, finde ich, die Kraft von dieser Waffe rüber, weil die muss ja wirklich knochenschmetternd sein. Also knochenzerschmetternd muss die ja sein. Okay, die machen.
machen das schon. Gut, was ist da? Absolut gar nichts. Außer eine Truhe, die wir schon geplündert haben. Ja, okay, warte mal kurz. Das sind mal ein bisschen zu viele. Ich helfe ihnen ein bisschen von hinten. Oh Gott, da ist wieder eine Vase. So, zap, zap, zap. Okay, gut, wir speicheln wieder einfach, sicherheitshalber. Und wir kommen in den, also wieder ein Stockwerk nach unten. Ach Gott, da sind wir ja im Gefängnis jetzt da. Wo die Gladiatorinnen drinnen waren, wo ich ja die Bestie gerufen habe. Meinen treuen Mitarbeiter. Die Kampfratte. Zu früh zum Herhauen anfangen. Wobei ich echt zugeben muss, also die haben alle keine schönen Waffen jetzt in der Hinsicht. Wenn einer mit einer Sense daherkommt, also da würde ich mir, glaube ich, wirklich auch in die Hosen machen. Zwei Sicheln sind schon nicht nett, aber mit einer Sense... Okay. Ah, Indy! Hilfe! Gleich zwei hintereinander. Was sind das? Ah ja, bitte einmal heilen. Einmal heilen. Ist jetzt auch nicht super schnell, aber immerhin so werden wir alle geheilt. Er war schneller. Und ich mach das Ganze wieder. Aber jetzt. Ja, ich sage, er ist schneller. Weißt du was, das können wir zu zweit auch spielen. Das Spielchen. Das ist schon wieder eine Vase gewesen. Die respawnt, ne? Warte mal kurz. Achso, ja, wir kommen nicht raus. Ah, toll, die ist nicht offen. Jetzt ist offen. Hauptsache wir erwischen irgendwas. Da ist ja noch einer. Da, da war doch noch einer. Sag ja. So, sind wir schon? Nein, sind wir nicht. Dahinter ist noch einer gestanden. So ein Pech. Bleibt, wo ihr seid. Achso, das ist... Angriff! Nee, Blödsinn. Ich kümmere mich darum. Bei Angriff sagt die Heilerin, sie kümmert sich darum. Hoffe ich doch nicht. Okay, pass auf, wir nehmen diesen hier. Müsst's wahrscheinlich nicht, aber ich mach's trotzdem. Der Teufel schläft ja nicht, die Sau.
Aha. Oh Gott, da waren ja vor allem, gell? Ja. Cool, neue Stufe. Nein! Ja. Gut. Pass auf, neue Stufe, machen wir das gar nicht. Je stärker der Barde ist, desto mehr Schaden kann er mit nagen. Schock, machen wir Rhythmusgefühl, sind es noch stärker. Pass auf, die tritt jetzt gleich in die Falle rein, oder was? Ich kann ja mal Zeit für meinen Lohn. Kurz nachschauen. Ein kühner Ritter. Aufrichtig, ja, plus 14 tapfer, macht er jetzt, wenn er ein bisschen mehr Gesundheit hat. Nahezu passt schon. So. Yes. Ah, okay, sie konnten nicht durch die Tür gehen. Ja, also der Claymore, der ist nicht schlecht. Der Claymore von Duracell. Drow sprayed! Ja, ein bisschen viele, ja, ein bisschen viele, gebe ich zu. Nee, brauchen wir nicht. Okay, warte mal kurz. Bevor ich da wirklich alle verliere. Ist nur blöd halt eben, wenn dauernd alle mit Gift schießen oder was, drei hauen auf dich ein, die Ranken halten dich fest, was. Ich bin jetzt kein Robocop da herinnen. Jetzt erwisch ich mal wieder das. Ja, das Heilen, das dauert so lang. Das ist halt eben ein großer Nachteil. Aber dafür haben sie auch viele Hitpoints, ne? Okay, das ist was. Wir machen es jetzt wieder kurze Zeit auf vorsichtig. Einen erwischt. Nee. Aber jetzt sind wir da richtig nah, oder? Nee, da war nicht Ruhe. Dahinter ist der Ausgang, sehe ich gerade. Mich wundert es gerade, dass so wenige da stehen. Weil das waren zwei Maxler, die den Ausgang bewacht haben. Oder haben wir jetzt noch einen? Shit, ich hab glaubt, wir sind schon draußen. Gut, da werde ich jetzt nicht speichern, also wirklich bei jedem Speicherpunkt speichern. Oh
Okay, okay. Also nur ganz kurz, das sind doch ein paar da draußen. Ich weiß nicht, ob in der Mitte irgendwas... Ja doch, da steht was. Zeit für meinen Lohn. So, jetzt haben wir alle nochmal geheilt. Gut, da werde ich jetzt aber trotzdem nochmal speichern. Weil wenn wir rausgehen... Kann es immer noch sein, ich glaube es zwar nicht, aber wenn wir rausgehen, kann es trotzdem sein, dass wir jetzt draußen gleich einen Kampf haben. Okay. Ja, das sind lauter Wölfe, oder? Oder Trolls. Nee, das sind doch die. Ja, sorry für den Drehwurm. Da ist nix. Da waren wir auch schon überall, bilde ich mir ein. Das heißt, wir müssen ja quasi nur den Weg zurück machen. Schauen wir, dass wir runterkommen. Da wären jetzt da auch wieder einige Feinde gewesen auf der linken Seite, aber die lasse ich, wie gesagt, ich habe jetzt keine Lust gegen alle zu kämpfen. Falls ich wirklich nochmal so Lust haben sollte, großartig zu leveln oder was, dann mache ich das ja off-camera. Da lasse ich euch in Ruhe. Es ist eine Tür, aber ob das das Ziel ist, ist eine andere Frage. Eieiei. Hauptsache wir erwischen was. Ja, die erwischen uns auch. So wie es ausschaut. Haha. Hinten ist noch einer. Ui, das sind wieder viele. Aber zum Glück können wir ja so weit sehen und fetzen. Jetzt sind Nummer zwei da. Ich glaube so.
ist der letzte. Gut, den Speicherstand, also den, ja, den Speicherstand, den werde ich mir auf jeden Fall noch holen. Man weiß ja nie. Ich schaue nochmal kurz nach, aber es gibt hier sonst nichts. Was kann nur das sein? Ja, Weltkarte ist auch gut. Mhm. Aber da kommen wir jetzt noch nicht rüber, ne? Ja, da drüben hat man halt eben da Riesen, dann keine Ahnung, das sind irgendwelche Zombie-Kreaturen. Da unten ist auch nochmal ein Riese. Oder soll das ein Priester sein? Zurückkommen wir nicht, weil ich müsste durch die Dinge gehen, halt eben durch die Türme oder wo ich, waren wir jetzt nicht gerade da? Bedanke. Die Stadt ist voll mit diesen Kapuzenhainis. Das ist halt eben der große Nachteil, jedes Mal, wenn es... Ich glaube zumindest, dass es bei der Stadt ist. Dann stimmt es also. Ja, Herr. Wir haben die nördlichen Pässe überwacht, wie ihr es befohlen habt. Er wird bald die Stadt erreichen. Ich weiß nicht, was für ein Spiel er treibt, indem er hierher kommt. Aber er wird es bereuen. Lasst ihn ungehindert das Tor passieren. Wenn er in der Stadt ist, schlagen wir zu. Was hat dieser Barde vor? Warum kommt er in meine Stadt? Der Inselturm ist noch intakt. Jetzt einen Befreiungsversuch zu starten, wäre also völlig sinnlos. Ich weiß nicht, wovon ihr da sprecht, Lord Finnick. Er wird scheitern, Kaylee. Und danach werde ich eure Fesseln tausendfach verstärken. Ihr werdet niemals frei sein. Sagt niemals nie. Ihr kommt von Norden her? So ist es. Nicht viele tun das. Wie seid ihr denn unbeschadet durch die Berge gekommen? Ich wüsste nicht, was euch das anginge. Ich frage nur zum Zeitvertreib, mein Freund, und regt euch nicht gleich auf. Nicht viel los hier dieser Tage. Nicht seit diese dreimal vermaledeiten Druiden die Stadt regieren. Druiden, ja? Wann ist denn das passiert? Vor etwa einer Woche kamen sie aus dem alten Turm in der Stadt und übernahmen den Ort im Namen ihres Herrn Finnick. Ihr solltet euch besser von ihnen fernhalten, wenn ihr keinen Ärger wollt. Wäre nicht schlecht, ja. Ich denke, ich werde euren Rat befolgen. Aber ich werde es nicht verhindern können. Der Barde wagte sich in die Höhle des Löwen, wobei er das unangenehme Gefühl nicht los wurde, beobachtet zu werden. So. Alstern. Wir speicheln doch. Ja, also ich zeig das nur mal kurz her. Es gibt hier einige Sachen zu tun. Und an jeder Straßenecke lungern dann vier von diesen Drehtüren herum. Okay, das war mal voll daneben. Da ist der Brüder! Tötet ihn! Nicht! Bin's nicht! Ich bin's doch gar nicht. So, gehen wir mal weiter. Immer nach Ausschau, also ich halte immer Ausschau nach einer Tür. Da vorne ist schon wieder einer. Da läuft einer. Na, fuck. So, da kommt uns einer entgegen. Der hatte viel dabei. Eine schöne Hose hat er auch. Oben ist der Speicherpunkt. Ich bilde mir ein, beim Speicherpunkt war die Taverne. Da herunten, das müsst, da gibt es glaube ich einen Sheriff oder einen Büttel, zu dem man rein kann. Und auf jeden Fall gibt es hier... Da ist der Brüder! Das ist nicht einmal den, den ich gemeint habe. Irgendeinen Händler müsst ihr auch geben. Den Händler, an den ich mich noch erinnern kann, der kommt noch... Also der kommt viel später, weil das ist eine andere Stadt. Okay, aber die...
Okay, warte mal. Also sorry, dass ich jetzt wieder keinen Sinn ergebe, was ich da zusammen japse. Weil hier hast du zwei Maxeln. Die gehören nicht dazu, keine Drehtüren. Auf der drüberen Seite haben wir auch schon einen von denen gehabt. Ich glaube, das ist irgend so eine Art Krimi-Fall oder was, den du machen kannst, musst, für einen Büttel. Ja, okay, da haben wir einen Galgen. Noch besser, eine Guillotine. Ja, ja. Das müsste dann der Büttel sein. Schreibstube des Büttels. Genau. Aber wir können mal reingehen, ist ja wurscht. Blöd ist nur das, wenn wir rauskommen, ist wieder alles respawned. Das heißt, die ganze Zeit. Das ist halt eben auch wieder ein großer Nachteil. Wenn ihr ein Verbrechen melden wollt, füllt das Pergament da aus. Dreifache Ausfertigung bitte. Wenn es eine Vermisstenmeldung ist, könnt ihr vergessen. Nach Downby kommt man, um verschütt zu gehen und nicht um gefunden zu werden. Ich kann euch eigentlich überhaupt nicht helfen. Heutzutage vertreten diese Droiden das Gesetz. Ich habe nichts zu melden. Bin nur auf der Durchreise. Na dann, viel Glück. Viele Leute haben das vor und nur wenigen gelingt es. Sagt mal, wollt ihr was Lustiges sehen? Warum nicht? Viel zu lachen habe ich nicht gerade im Moment. Hey, welcher von euch armseligen Nichtsnutzen ist der Erwählte? Ich bin der Erwählte. Nein, ich bin der Erwählte. Ich muss mein Schicksal erfüllen. Eminem. Nein, ist er nicht. Ich bin der junge Erwählte. Eminem. Ich werde die Welt retten. Das macht mich immer völlig fertig. Die kommen in die Stadt, reden wirres Zeug und prügeln auf Monster ein, die doppelt so groß sind wie sie. Jetzt muss ich sie schon einsperren, zu ihrer eigenen Sicherheit. Hey, ihr seid doch nicht etwa selber einer von diesen Erwählten, wie? Oh nein, ich doch nicht. Mir geht's ausschließlich um Wein, Weib und Gesang. In der Reihenfolge. Nein, sagen wir lieber Weib, Wein und Gesang. Was auch immer, Jungchen. Schön sauber bleiben, ja? Ein Lied. Oh, it's bad luck to be you. A chosen one of many isn't true. When you think you're full of luck, in the bullets you get struck. Oh, it's bad luck to be you. One would think that fame and glory could be bought. When it comes to chosen ones, there are a lot. There seems to be too many. I don't really think there's any. A useless pile of bunk is what you've got. Oh, it's bad luck to be you. The prophecy is never coming true. In a pickle you'll be stuck. Like a chicken you will cluck. Oh, it's bad luck to be you. Just a second is not true. When your life is run amok, you will see that you're the schmuck. Oh, it's bad luck to be, really bad luck to be. Nobody could disagree, it's a freaking guarantee. It's bad luck to be you. Diddle-dee-doo. Good. Ich guck mich da kurz einmal um, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da irgendwas finden. Aber da kommen wir aber nicht raus, ne? Wenn ihr nichts zu melden habt, dann zieht Leine. Und ja, wenn ihr was okay. habt, dann ist es mir doch auch wurscht. Das kümmert mich. Genau. Gut, wisst ihr was? Wie spät haben wir's? Naja, warte mal. Okay, gut, ich gehe doch nochmal raus, damit wir noch ein bisschen weiterkommen. Ich werde noch schauen, dass ich unten ein bisschen weitergehe. Also da, habt ihr es jetzt da eh nicht gesehen, von wegen, also da links, da werden sie jetzt wieder respawned, jetzt kommt wieder von der Seite einer. Eieiei, so ein Pech. Ja,
Geld muss her. Wer ist das? Broch. Ui! Ui! Wer ist er? Lauter Fässer hat der Typ. Das ist mein Haus. Was wollt ihr hier? Gar nichts, guter Mann. Ich bin nur auf der Durchreise. Tja, dann alles Gute. Was? Dann geht mal, Junge. Okay, hier denn. Dann hau ich dir die Dinger kaputt. Ich weiß nicht, vielleicht triggert das was. Da gibt's nix. Kann doch nicht sein. Muss doch irgendwas geben. Dann geht mal, Junge. Das zipft mich jetzt gerade ein bisschen an. Ja doch, da ist noch ein. Kommt mal schon wieder einer entgegen. Dann gehen wir dann hoch weiter. Okay, da vorne haben wir eine Straßensperre. Da war es nicht mehr einer. Und da war es mal keiner. Wo sind wir jetzt? Ah, das ist, dass wir in die andere Stadt. Ah, jetzt sind wir. Oh, okay, gut, da können wir es verlassen, die Stadt. Okay. Wenn wir jetzt da weitergehen, kommen wir da hin. Schauen, ob da hinten irgendwas ist. Oh! Ja. Ihr da! Was wollt ihr? Ihr seid doch... Ihr seid der Barde! Nein, bitte nicht! Der Barde ist am Tor! Ruft die Brüder herbei! Nein! Bin ich nicht. Kurz, ob ich da durchschießen kann. Ich kann durchschießen. Nee. Okay, warte, ich hol mal die Sachen dann noch, wenn es geht. Gut, geh mal. Na, geh mal, Leute. So. Der hat sicher was gehabt. Ja, hat er. Das ist wieder ein Bruch. Ja, dann hast du wahrscheinlich wieder das von wegen, der fragt dich irgendwas, jetzt bin ich dann schnippisch oder was und dann auf einmal. Hallo, werter Herr, seid ihr an Antiquitäten interessiert? Ich sammle sie schon seit Jahren. Nein, danke. Ich sehe mich nur um. Gut, dann auf Wiedersehen. Dann hau ich dir die Dinger kaputt. Weißt du, du hast ja nicht einmal großartig eine Auswahl. Weil das jetzt auf einmal schnippisch ja sein soll und das andere nein, das macht ja auch keinen Sinn. Ich hoffe, ihr genießt euren Aufenthalt in Downby. Ja, volle Wäsche. Oder ist es wirklich, dass du nicht großartig irgendwas hast, dass du einfach nur die Leute beleidigst und das war's und du halt eben da jetzt möchte gern mäßig die Fässer zusammenhaust, damit du irgendeine Aufgabe hast. Gut, wir haben hier noch zwei Dinger, das heißt, das müsste dann der Händler sein, wenn es hier einen gibt. Weil langsam war sicher verzweifelig. Das ist das Verlies. Und wir müssen ja eigentlich, zur Taverne. Ich schau mal kurz rein.
Oder? Nee, pass auf, ich würde das Verlies wirklich interessieren. Ja, okay, geh mal rein. Ich hoffe noch nicht, dass da Fallen drin ist. Und wieder spürte der Barde, wie seine magischen Kräfte durch die glitzernden Funken geschwächt wurden. Ich habe ihn eh dauernd erwischt, okay. Interessanterweise schaut er. So, darf ich jetzt? Danke. Das hält aber viel aus. Ah, Zombies. Okay, viele Zombies. Nee, ist kein Zombie. Da hast jetzt gerade kein Ding, kein Flackern. Das heißt, ich müsste mal ausprobieren, ob ich da nicht doch vielleicht jemanden hierbei beschwören kann. Mal drauf, ich schieße schon wieder auf irgendwelche Fässer. So, probieren wir es mal. Nee. Für den König! Ja, da geht's hin. Bereit für den Kampf! Und urdunkel wieder alles da herinnen. Ah, cool, der Hühne! An den habe ich mich gar nicht mehr erinnern können. Das ist halt eben genau das, was Edward heißt. Das ist von wegen, das ist ein riesiger Typ, der wirft mit großen Steinbrocken um sich. Ah, okay. Also das heißt, in den Dingern kann ich es zwar benutzen. In den Räumen. Das hat bestimmt wehgetan. Nee. Aber jetzt. Bin ich gut oder was? Yep. Da ist wieder ein Fass. Den erwischen wir jetzt gerade nicht. Zombie! Ganz kurz, dann ist da nix. Ah, okay, also haben wir einen zweiten Dauernd erwischt gehabt, das war's.
Nur noch ein Zombie. Schauen wir mal darauf. Okay. Das Verlies ist ziemlich groß. Schon wieder. So. Ja, da ist schon wieder ein Fässchen. Da ist noch ein Fässchen. Und noch ein Fassekler. Das sind 4, 5 Kreaturen vor mir. Da könnte ich jetzt wieder jemanden herbeibeschwören. Danke, Ramses. Achso, der ist noch nicht hier. Entschuldigung. Ich sehe da drüben noch einen. Hey, cool, den haben wir sogar erwischt. Hätte man nämlich nicht gedacht, dass wir den erwischen von da. Gut. Hier drin gibt es eine Kiste. Nattensteine, Harfe. Ja, aber die ist nicht besser als das, was wir haben. Kleines Feuerchen an der Wand. Toll. Naja, ein bisschen was haben wir schon hinter uns. Gut, wisst ihr was? Ich werde es so machen. Ich werde jetzt da hier... machen wir so. Hier werde ich jetzt da diese Folge beenden. Folge 12. Ist ja doch einiges weitergegangen. Mir hat es Spaß gemacht. Wie gesagt, was ich komisch finde, ist, dass diese Bosskämpfe gegen die Wächter relativ easy sind. Aber wirklich easy. Im Gegensatz, der Weg zum Endgegner ist 3x, 4x so schwierig. Alleine, weil du gegen so viele kämpfst, ne? Und es zahlt sich halt eben als der Endkampf selber gegen die Kreaturen, aber wurscht. Ja, Hauptsache, wir sind ein bisschen weitergekommen. Ich hoffe einfach mal, euch hat Spaß gemacht, mir zuzuschauen bei dem Ganzen. Ich werde jetzt eine kurze Pause machen und dann werde ich Folge 13 aufnehmen. Deswegen habe ich jetzt ja auch nirgends gespeichert mehr, damit ich das einfach weitermachen kann. Ja, also ich wünsche euch einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch, bleiben geil. Tschüss. Papa.